Hallo YouTuber, ich grüße euch. Ja, ich bin hier auf einer Baustelle, wie so oft natürlich. Ihr habt mich oft gefragt, hör mal Dirk, dann mach doch mal ein Video darüber, wo man drauf achten soll, wenn man ein Haus baut. Also es ist egal, ob ein Fertighaus oder ob ein gemauertes, wie jetzt hier. In diesem Haus habe ich auch schon zwei Videos gemacht über das Tapezieren mit Vlies. Wie gesagt, wir gehen mal darauf ein jetzt. Also Decken ist Filigrandecke, Wände ist gemauert. Ich habe alles komplett mit Vlies hier tapeziert. Das ist immer besser, wenn man Vlies macht. Es geht darum, dass Risse überbrückt werden, dass man die Unebenheiten nicht so sieht. Beim Vlies muss man aber schon ziemlich glatt spachteln vorher. Habe ich ein Video darüber gemacht, könnt ihr gerne mal gucken. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal so durch den Bau und ich spreche mal ein paar Sachen an. Betrifft jetzt zum Beispiel auch hier den Boden. Das ist ein Vinylboden. Vinylboden, man muss darauf achten, dass man die richtige Trittschalldämmung hat. Man kann nicht irgendeine nehmen, das ist eine spezielle Trittschalldämmung. Gibt es in verschiedenen Stärken, je nachdem, was ihr für einen Anspruch habt an den Boden. Ihr müsst darauf achten beim Vinylboden, dass der Fußboden tauglich, Fußbodenheizung tauglich ist. Das ist nicht jeder, da müsst ihr euch auch schlau machen. Man kann da nicht einfach einen Vinylboden nehmen und einfach draufhauen, das geht nicht. Der Hersteller des Vinylbodens hat auch immer, meistens auch im Netz, ein Video darüber, wie der verlegt wird, worauf man achten muss. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten, wie man es nicht machen soll. Also es ist sehr wichtig, dass ihr da genau wisst, wie ihr das genau verlegt. Dann der Estrich. Wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr ja vorher sagt dem Bauleiter oder dem Architekten, hier soll ein Vinylboden rein, weil der Vinylboden muss eine richtig gerade Oberfläche haben. Das heißt, der Estrich muss richtig gerade sein. Wenn ihr da 2 mm auf dem Meter habt, das ist schon wirklich an der Grenze, so dass ihr den Vinyl schon fast gar nicht mehr legen könnt. Und wenn der Estrich drin ist und ihr entscheidet euch dann erst für Vinyl, dann kann es sein, dass ihr wirklich viel abschleifen müsst von dem Boden und auch ausgleichen müsst mit Ausgleichsmasse. Und ja, dann wäre es ganz gut, wenn ihr das vorher wisst und das auch nochmal betont. Das kurz zum Vinyl. Also ist nicht so einfach, aber ich denke mal, ihr schafft das. Dann haben wir jetzt hier auf der Baustelle zum Beispiel, ich drehe mal die Kamera ein bisschen, das Problem mit den Türöffnungen. Oder ich habe das Problem hier. Türöffnung ist normalerweise, ist jetzt hier eine gemauerte, absoluter, normaler Standard. Aber irgendwie haben sie es hier nicht hingekriegt, warum auch immer. Wenn man zum Beispiel eine 88,5er Türöffnung hat, dann sollte es immer so um die 2 cm mehr sein. Das heißt also so 90, 90,5. So, ich messe jetzt hier mal kurz und sage euch, was wir hier haben. Hier haben wir jetzt ganz knapp 88. Das heißt, ich bekomme meinen Türrahmen jetzt hier schon nicht in diese Türöffnung rein, weil das ist zu eng. Ihr habt die Bänderaufnahmen, wo das Türblatt eingehangen wird und die stehen immer so ein bisschen vor. Und das heißt, ich muss jetzt hier und unten am Stein stemmen, damit ich überhaupt diese Türe reinkriege. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, gerade in so einem Rohbauöffnungsmaß. Also wenn die noch nicht mal eingehalten werden, traurig. Also das heißt, bei einer 76,5er sollte das Öffnungsmaß mindestens 78 sein, wenn nicht sogar 79. Bei einem 88,5er mindestens 90, 90,5. Und bei der Höhe auch immer 2 cm mehr. Also dann schäumt man lieber ein bisschen mehr, als dass man nachher da rumstricken muss. Hier haben wir jetzt eine 2,11 Meter Türzarge. Das heißt also 2,13 Meter sollte dann das Öffnungsmaß sein. Wäre dann ganz gut, wenn ihr, bevor ihr anfangt, irgendwas zu machen, einmal die Türen durchmesst, die Öffnungsmaße, ob die alle stimmen. Meistens ist es auch so, dass von oben noch was aufgedoppelt werden muss, dass die viel zu hoch
die das Öffnungsmaß gelassen haben. Dann kann man hier Trockenputz drunter kleben, das was runterholen, die Seiten beispachteln und dann stimmt's auch. Aber wenn es höher muss, dann habt ihr ein Problem, weil hier ist ein Betonsturz drin. Und den kriegt man nicht weg, da darf man auch nicht rangehen. Von daher mit dem Zollstock einmal rumrennen und dann kriegt ihr das auch. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal weiter. Da habe ich schon wieder ein paar Punkte angesprochen. So, jetzt sind wir hier in einem Badezimmer. Ich räume mal ein bisschen auf, damit ihr auch was seht. So, Vorsatzschale, wo das Waschbecken dran kommt. Es gibt natürlich auch andere, wo Waschbecken und WC direkt in einem ist. Da muss man halt gucken, dass die Konsolen auch rechtwinklig zur Wand stehen. Weil die Installateure haben die Eigenschaft, die nie in Flucht zu stellen, sondern immer ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, die rechte Seite hat dann 15, die linke Seite hat dann zum Beispiel 15,5. Und das ist ein absolutes No-Go. Aus einem ganz einfachen Grund zeige ich euch jetzt. Also die hat eine Länge von knapp 2 Meter, diese Vorsatzschale. Wenn man jetzt rechts misst, dann habe ich jetzt hier 12,7 und jetzt auf der linken Seite habe ich 15. Das heißt, die ganze Konsole steht schief. Das Endresultat ist, wenn ich obendrauf fließen möchte, habe ich obendrauf einen Keil. Würde aber diese Vorsatzschale, diese Konsole, rechtwinklig zur Wand stehen, wäre der Abstand gleich, also beides, ich sag mal, auf 15 und ich könnte hier oben drauf super fließen und die Ansicht wäre auch dementsprechend gleich. Das Gleiche betrifft natürlich dann auch den Boden, weil die läuft ja komplett auch bis zum Boden durch. Wenn ich den Boden lege, habe ich hier unten einen Keil oder ich muss die Fliesen keilförmig zuschneiden. Und das ist dann auch fatal. Hier ist es jetzt nicht geändert worden oder es sollte nicht geändert werden. Es soll so bleiben, weil ich dann die Fliesen nicht lang drauf lege, sondern längs, also quer zur Fläche. Und dann kann ich die besser anpassen. Dann sieht man das auch optisch nicht so doll. Ja, das sind natürlich Sachen, die müssen überprüft werden. Am besten bevor der Fliesenleger kommt. Einfach Zollstock, einmal rechts messen, einmal links messen, ist es nicht gleich, steht die Konsole nicht rechtwinklig zur Wand, neu machen lassen. Dann habe ich ja auch kurz angesprochen in dem letzten Beitrag von mir bei Instagram und bei YouTube, dass wenn ihr hier ein großes Becken aufhängen wollt, das heißt mittlerweile sind die ja alle freihängend, so einen Unterschrank praktisch, wo das Becken eingelassen ist. Auf jeden Fall die erste Lage entweder komplett mit OSB beplanken und die zweite Lage mit Grün oder halt dahinter, hinter die Doppelbeplankung, halt eine OSB-Platte mit einarbeiten. Das hält genauso gut, also das kriegt man nicht kaputt. Aber es ist auf jeden Fall besser, dass dann auf jeden Fall was drin ist, weil an den Gewindestangen hängt man nur ein normales Becken auf, was halt wie man früher hatte, so ein Becken wird dann hier aufgehangen, aber sowas hat man nicht mehr. Also eigentlich immer so mit so einem Unterschrank und der wird separat befestigt, nicht mit an den Gewindestangen. Von daher solltet ihr da auch darauf achten, dass das so gemacht ist. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also die Türöffnungen müssen stimmen, stimmen hier oben übrigens auch nicht, ist auch alles zu knapp. Ich hoffe, man sieht mich trotzdem noch mit dem Gegenlicht. Das nächste, was ich vielleicht noch ansprechen möchte, ist die Laibungen von Türen und Fenstern. Die Eigenschaft der Pützer ist meistens, dass die keinen Winkel verwenden. Und ihr seht, das kann man bestimmt hier mit der Kamera gucken, ich lege das jetzt mal rechtwinklig hin, diesen Zollstock. Ich glaube, man sieht das jetzt auch. Also das wäre der rechte Winkel von meinem Zollstock und das ist der geputzte Winkel von den Pützern. Das heißt, der Vinyl musste jetzt schon schräg angeschnitten werden, damit das überhaupt funktioniert. Wäre ganz gut, wenn ihr da auch mal rumgeht, am besten einen kleinen Winkel zur Hand nehmen und einfach mal gucken in den Ecken, ob
die Eckschoner richtig sitzen oder nicht, weil dann könnt ihr das auch noch reklamieren und dann soll das korrigiert werden. Weil das ist für mich auch ein No-Go. Ein Winkel dürfte kein Problem sein, dass da jemand einen Winkel zur Hand hat und sowas macht. Aber ihr seht schon, also unmöglich. Das heißt, man sieht das auch später, wenn die Fußleiste drankommt. Einer, der nicht so gut oder der keine professionelle Säge hat, um Fußleisten zu schneiden, hat dann schon Probleme, hier so einen Winkel hinzukriegen, weil das kein 90-Grad-Winkel ist. Das ist ein Krampf. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder so einigermaßen ein bisschen was sagen und zeigen. Ich mache mal die Kamera ein bisschen hoch. So, drehe ich mal aus dem Licht raus, dann seht ihr mich auch wieder. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen helfen. Ich denke mal, so ein Video zu machen ist auch mal nicht schlecht. Das sind so kleine Details. Es gibt noch viel mehr, aber ich muss ehrlich sagen, im Moment fällt mir auch nicht mehr ein. Obwohl hier schon verdammt viele Pannen waren auf dieser Baustelle. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert den Kanal und denkt dran, bei Instagram kommen eigentlich fast täglich von mir Bilder von Baustellen und ja, das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, euer Dirk.